Hallo, ihr Lieben. Ja, ich bin live und es ist schön und ich hoffe, dass bald ganz viele dazukommen. Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen zweiten Advent. Ich hoffe, er war stimmungsmäßig schöner als das Wetter. Ich weiß ja nicht, von wo aus du zuhörst, aber bei uns ist hier Regen und eher unangenehm. Es ist zwar warm, es hat, glaube ich, heute 10 oder 11 Grad gehabt, hat jetzt noch 6 Grad. Aber trotzdem, es ist nicht unbedingt ein schönes Wetter, wenn es die ganze Zeit immer wieder regnet und so weiter. Naja, ich sehe auch schon, die ersten sind schon da, das freut mich. Dann starten wir auch gleich los. Denn heute haben wir natürlich ein spannendes Thema, das Thema innerer Schweinehund. Und oh ja, da kommt schon das erste Herzchen, das freut mich natürlich. Schreibt auch gerne mal was rein, weil dann sehe ich nämlich, wer dabei ist und kann Hallo sagen. Und weiß vor allem auch, ob ihr mich hört, weil das haben wir ja schon zwei, dreimal gehabt, dass plötzlich der Ton gar nicht übertragen wurde. Ich hoffe, der wird übertragen. Und ich fange einfach parallel schon mal an. Hallo Nicole, ja schön, ha, danke dir. Danke dir, ja. Oh ja, da geht heute richtig was hier mit Herzchen und Daumen und so weiter. Super. Ja, starten wir mit dem Thema innerer Schweinehund. Warum ausgerechnet heute innerer Schweinehund? Hat natürlich auch was zu tun mit meinem Blockadelöser, der gerade unterwegs ist, den du dir kostenlos, freiwillig sage ich schon, natürlich auch freiwillig, aber den du dir kostenlos runterladen kannst. Ich poste schon mal den Link rein, wer das parallel vielleicht schon mal machen will. Ansonsten, hallo Helena, sehr schön, Dankeschön. Ja, ich hoffe, dass auch heute wieder ein toller Video wird. Ich werde mir Mühe geben. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, obwohl ich kaum dazu gekommen bin, weil ich heute tatsächlich, ja, gerade vor 3 Minuten hat wieder wer angerufen. So ist es halt, wenn man Geburtstag hat und dann alle Kanäle einen darauf aufmerksam machen. Seit Facebook, LinkedIn, Xing und wie sie alle heißen, kriegt man ja, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, über 600 Geburtstagswünsche. Über 70% kannte ich nicht mal, aber man kriegt trotzdem immer alle möglichen Wünsche. Ah, hallo Cordula, auch du da, sehr schön. Prima. Ja, innerer Schweinehund. Erstmal, was ist das überhaupt? Weil ich da durchaus unterscheide zwischen innerer Schweinehund und innerer Kritiker. Für manche ist das was Ähnliches oder für manche sogar das Gleiche. Und ja, ähnlich ist es vielleicht, aber es ist in meinen Augen nicht ganz das Gleiche. Der innere Schweinehund ist auch ein Wort, das ist schon sehr, sehr lange gibt. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Das gibt es wohl schon aus dem 18. Jahrhundert oder so. Hat ursprünglich so mit der Jagd zu tun, wo es eben den Sauhund oder den Schweinehund gab, je nach Region, der eben die Wildschweine aufgestöbert hat und wurde dann im Militärischen und überall eingesetzt. Also das ist ein Begriff, den gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange. Innerer Kritiker gibt es natürlich noch nicht so lange, weil der ja in der Psychologie entstanden ist. Und ich weiß jetzt nicht wann, aber ich schätze mal so mit der psychologischen Entwicklung vielleicht irgendwann in den 60er, 70er, 80er Jahren. Also noch nicht so lange her. Was ist der Unterschied? Naja, der innere Schweinehund ist ja eher so dieses, man ist nicht diszipliniert, man tut nicht das, was man eigentlich tun sollte, aber mehr aus Bequemlichkeit. Jetzt ganz verallgemeinert mal, ich gehe dann ins Detail. Und der innere Kritiker ist eher so eine warnende Stimme, die da sagt, mach das nicht, das könnte peinlich werden, das könnte gefährlich werden. Das heißt, der innere Kritiker warnt uns vor tatsächlichen oder vermeintlichen Gefahren. Dagegen der Schweinehund ist so der Gegenspieler, der eher sagt, oh, es ist doch so gemütlich, warum denn jetzt Sport machen oder ähnliche Sachen. Und da sind wir auch schon beim typischen Schweinehund-Thema. Da gibt es ja so ein paar. Und jeder hat natürlich was anderes. Manche haben auch mehr als eins. Ich selber zum Beispiel auch, gebe ich zu, ganz klar. Ein ganz klassisches Thema habe ich ja gerade schon angesprochen. Das ist einfach dieses mehr Sport machen, mehr für die Gesundheit tun, mehr Fitness. Jetzt bin ich sowieso jemand, ich bin schon so von zu Hause aufgewachsen. Sport ist Mord. Ja, also möglichst keinen Sport machen, möglichst nicht bewegen. Meine Eltern gehörten zu der Generation oder zu der Fraktion, die mit dem Auto direkt vor der Restauranttür geparkt haben, damit sie ja nicht mehr als 5 Meter zu Fuß gehen müssen. Ja, also 20 oder 30 Meter wäre ihnen schon zu viel gewesen. Und das natürlich nicht nur beim Restaurant, sondern überall, wo es ging. Die haben also klassischerweise wirklich immer vor der Tür geparkt, selbst dann, wenn es nicht erlaubt war. Aber früher hat man da einen kleinen Strafzettel gekriegt. Also da war das noch etwas anders. Da ist man auch nicht abgeschleppt worden. Ja? Aber die haben das halt immer gemacht.
Und so bin ich aufgewachsen. Meine Eltern haben auch nie Sport gemacht. Sie haben mal für eine Woche Tennis gespielt und für eine Woche. Hallo Emine, lange nichts gehört. Schön, dass du dabei bist. Hey, super, freut mich. Und ja, also das heißt, ich bin schon aufgewachsen mit dem Ding, Sport ist gar nichts. Hallo Gabi, auch schön, dass du wieder dabei bist. Super, ganz toll, freut mich. Und dann kommt natürlich dazu, ich meine, ich bin ja dann doch schon ein paar Wochen älter. Ja, da merkt man umso mehr, wie dringend wichtig es wäre, Sport zu machen. Und zwar nicht nur den Sport jetzt, um sich fit zu halten, im Sinne von Joggen oder Radfahren oder sonst irgendwas, sondern auch im Sinne von Rückengymnastik oder ähnlichen Dingen, weil es eben schon zwickt und zwackt und weh tut und es deutlichen Unterschied macht, ob man Sport macht oder nicht. Also bei mir ist es zumindest so. Ja, und ich mache es trotzdem immer wieder nicht. Also das ist so ein typischer innerer Schweinehund, weil es ist halt einfach angenehmer, was weiß ich, auf dem Sofa zu sitzen oder Sport ist bei mir eher was in der Früh. Dann halt schnell zum Frühstück zu gehen, statt noch Sport zu machen. Für andere ist ein großes Thema, ist das Thema Abnehmen oder gesünder Essen oder mehr Vitamine, mehr Grünzeug, mehr was immer das halt für den Einzelnen ist. Ich meine, Ernährung ist ein sehr vielseitiges Thema und da hat jeder seine anderen Baustellen. Ja, auch da bin ich jetzt nicht so ganz diszipliniert. Auch da winkt mir immer wieder der innere Schweinehund zu. Allerdings ist es bei mir da nicht ganz so schlimm, weil ich durch eine Krankheit, die ich habe, nämlich Glutenunverträglichkeit, ich nehme wenigstens weder zu noch ab. Ich kann tun, was ich will. Ich kann viel essen, ich kann wenig essen. Bei viel Essen nehme ich nicht zu, bei wenig Essen nehme ich nicht ab, weil der Darm eigentlich eh nichts tut. Von daher ist es nicht so sehr eine Frage der Figur. Trotzdem, gesünder Essen würde trotzdem nicht schaden, aber ich darf eh schon fast nichts, was nicht gesund ist. Ich darf ja kein Brot essen, ich darf also generell keine Weizen oder glutenhaltigen Getreide essen. Das schränkt schon mal viel ein. Ich esse seit über 20 Jahren kein Fleisch. Also so die ganz ungesunden Sachen lasse ich ja eh schon weg. Damit scheiden auch Fertigprodukte und so weiter aus. Fast Food gehe ich sowieso nicht. Ja, also ich ernähre mich sehr stark asiatisch, ist eh schon gesünder, aber trotzdem, auch da kämpft der ein oder andere, dass es eben nicht so einfach ist, das zu machen, das zu essen, was er sich selbst vorgenommen hat. Und wir gehen jetzt mal nur davon aus, was man sich selbst vornimmt und nicht, was es irgendwo heißt, was wichtig wäre oder was richtig wäre oder sonst irgendwas. Ja, dann gibt es halt auch noch so andere Dinge wie zum Beispiel Aufräumen. Ja, auch so ein Ding für viele. Gibt ja Leute, die sind super ordentlich, aber es gibt halt auch Leute, da stapelt sich alles überall irgendwo und da gehöre ich auch dazu. Da schaffe ich es aber seit einiger Zeit recht gut und ich erzähle auch später, wie ich das gemacht habe. Ja, dann ist auch so ein Thema, gehört jetzt wieder zur Ernährung, nämlich selbst und frisch zu kochen, statt immer nur schnell irgendwo die Pizza reinschieben oder mal schnell irgendwo noch was mitnehmen, was schon fertig gemacht ist, weil man sich dann die Zeit und die Mühe spart, selbst zu kochen und selbst abzuspülen natürlich auch oder was immer dann sonst noch dahinter steckt. Oder für andere ist es auch, dass sie nicht genug Wasser trinken, ne? Was immer es halt ist. Also klar gibt es da noch mehr Beispiele. Ich habe einfach mal so die vier, fünf wichtigsten genannt und das sind auch so die typischen. Wenn man ja, es gibt ja noch Sachen, die sehr damit verwandt sind. Das eine ist die Prokrastination oder das Prokrastinieren. Für die, die dieses durchaus deutsche, aber selten gebrauchte Wort nicht kennen, das ist so Aufschieberitis. Ja, ist sowas Ähnliches. Also letztendlich hat das ja auch mit dem inneren Schweinehund zu tun. Demotivation sagen auch manche oder Disziplinlosigkeit oder wie auch immer. Also es gibt ja auch verschiedene Wörter oder verschiedene Begriffe für den inneren Schweinehund. Es ist aber letztendlich egal, wie man das Ding nennt. Entscheidend ist, wie geht man so damit um, dass man glücklicher ist. Ja? Oder dass man das tut, was man auch wirklich will. Und das geht natürlich über verschiedene Geschichten. Da gibt es natürlich verschiedene Ansatzpunkte, wo ich einfach mal so ein paar zusammengefasst habe oder ein paar einfach jetzt mal rüberbringe, die jedem ein bisschen anders helfen, weil wir sind unterschiedliche Typen. Ja, ich arbeite ja zum Beispiel selber auch im Coaching oder in Seminaren mit Persönlichkeitsmodellen. Und da gibt es Leute, für die ist zum Beispiel Ordnung überhaupt kein Thema. Für die ist
Planung kein Thema, für die ist Termine einhalten kein Thema. Aber es gibt halt andere, die schaffen es irgendwie nie. Ja? Und das hat schon auch was mit Persönlichkeit zu tun, mit Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, es ist auch etwas, was zum Großteil erblich und frühkindlich geprägt ist. Ja? Also ungefähr die Hälfte, sagt so die Wissenschaft, die Hälfte ist erblich. Das hast du also in deinen Genen drin stecken, da kannst eh nichts machen, das ist da. Und das andere ist frühkindlich geprägt, also in den ersten Lebensjahren. Man sagt, die frühkindliche Prägung geht ungefähr bis 5, aber die intensivste Phase bis ungefähr 2,5, 3. Und was in dieser Phase geprägt ist, bleibt für den Rest des Lebens, sprich zumindest das, was die Charaktereigenschaften angeht. Und ja, dem ist auch so, der Charakter verändert sich nicht mehr. Und den willst du aber auch nicht verändern, weil es ist ja, der macht dich ja aus. Also du bist ja das, was dein Charakter ist. Und wer will denn schon seinen Charakter grundlegend verändern? Wir wollen manchmal einzelne Eigenschaften verändern, aber nicht den Charakter als sich, als solches, ja? Weil er eben uns ausmacht. Mehr als jetzt, was weiß ich, der Körper oder sonst irgendwas. Ja? Der ist wichtig. Also da gibt es verschiedene Veranlagungen, von daher ist natürlich nicht jeder Idee, die ich jetzt ansprechen werde, für jeden gleichermaßen geeignet. Aber für mich zum Beispiel war jetzt bei dem Thema Aufräumen, das ist bei mir wirklich ein großes Thema. Ich wohne eh schon in einer großen Wohnung, ich neige aber dazu, alles zu sammeln, was ich irgendwie sammeln kann. Und da hat mir die letzten Umzüge, ich bin auch bestimmt schon 20, 23 Mal sowas umgezogen in meinem Leben. Und die letzten Umzüge war dann oft auch noch verbunden mit einer Verkleinerung zumindest des Kellers, manchmal auch des ganzen, ich habe vom Haus in eine Wohnung und so, aber manchmal einfach auch der Keller. Ich kann mich erinnern, in dem einen Haus hatte ich mal 170 Quadratmeter Keller plus eine große Garage, die ich fürs Auto eh nicht nutzen kann, konnte, weil die noch so für 50er Jahre Kleinwagen gebaut war. Jetzt kannst du dir vorstellen, was da sich alles ansammelt, ja? Und dann hatte ich im nächsten Ding hatte ich dann 20 Quadratmeter Keller und jetzt habe ich irgendwie 7 oder so. Also da muss man sich immer wieder verkleinern und dann lernst du wegzuwerfen. Ja, das ist sehr, sehr hilfreich. Das heißt, manchmal geht es auch darum, dass du Dinge lernst. Sprich, die Dinge, die dich nerven oder vor denen du Angst hast oder wo du denkst, die magst du nicht, einfach ein paar Mal zu machen, vielleicht auch in meiner Situation, weil ich es musste. Und dann lernst du, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Okay, ich habe seitdem, seit ich so viel weg ist, es war übrigens, wir reden jetzt zweimal hintereinander, also der eine Umzug ist jetzt vielleicht 10 Jahre her, der andere 4 Jahre her, jeweils ein 7,5 Tonner LKW, so einen richtig großen LKW, voll mit Müll, ja, weggefahren. Also richtig komplett voll. Was heißt Müll? Mit Dingen, die ich einfach nicht mehr gebraucht habe oder die halt weg konnten oder weg mussten. Und von diesen also insgesamt 15 Tonnen habe ich bis jetzt zwei oder dreimal mich wegen Kleinigkeiten geärgert, dass die weg sind. Aber Kleinigkeiten, also Dinge, die, was weiß ich, für 5 Euro oder für 2 Euro wieder besorgbar waren. Ja? Und dafür habe ich den ganzen Scheiß teilweise, ich weiß nicht wie oft, vorher ja schon umgezogen. Ja? Also so ein Lernprozess, der hilft da manchmal sehr, sehr gut. Das nächste ist, sich selber so ein Stück weit zu disziplinieren, weil im Prinzip können wir das. Wir haben es halt in den letzten Jahrzehnten immer mehr verlernt und manche Kinder können es ja überhaupt nicht. Aber ich höre jetzt geht's mal davon aus, dass hier nicht die 10-Jährigen zuhören, sondern dass hier so die, sagen wir mal, 35 bis vielleicht 55-Jährigen zuhören oder wie alt auch immer ihr seid. Ich bin ja selber schon über 55. Gott, das heißt, wir haben das noch gelernt, diszipliniert zu sein. Ja? Also das kann man schon auch. Wir sind halt in den letzten Jahren alle, weil das so der Zeitgeist ist und der gesellschaftliche Trend und dann so Phasen wie am Anfang vielleicht die Hippie-Bewegung, dann die antiautoritäre Erziehung, dann gab es mal so die Null-Bock-Generation und ich weiß nicht, wie sie alle hießen, die ganzen Phasen haben immer wieder dazu geführt, dass wir alle immer irgendwie noch mehr auf Komfort und noch mehr auf, ist mir doch jetzt wurscht, was da sonst noch passiert, Hauptsache es geht mir gerade gut und so weiter. Das klang immer erstmal gut, aber es führt halt dazu, dass wir Disziplin oft nicht mehr so viel angewendet haben und wir können es aber eigentlich. Und wenn es um bestimmte Dinge geht, ist es nun mal verdammt wichtig, weil wir wollen ja schließlich selbst etwas erreichen oder vielleicht auch wir müssen es aus gesundheitlichen Gründen oder sonst was. Ja. Also von daher so ein Stück weit Disziplin. Die Frage ist, wie kann man sich jetzt disziplinieren? Und da gibt es tatsächlich ein paar
ein paar Tricks, ein paar Techniken. Und das eine ist, sich selbst Druck erzeugen. Und da gibt es einen Prozess, der heißt, den gibt es in verschiedenen Varianten. In der ganz großen Variante heißt der Dickens-Prozess von Anthony Robbins. Der ist benannt nach Charles Dickens und der Weihnachtsgeschichte. Passt ja gerade zufällig in die Zeit am zweiten Advent. Ja. Und wer die kennt, da ging es also darum, dass, ich glaube, Scrooge hieß der im Original, der musste erstmal verstehen, wie schlimm es wird, wenn er nichts verändert, damit er etwas verändert. Und Andrew Robbins hat daraus eben so einen Prozess gemacht, dass Anthony Robbins arbeitet letztendlich auch mit NLP, auch wenn er es anders nennt. Ich selber bin ja auch NLPler. Und es geht im Prinzip darum, dass du dir jetzt in der vereinfachten Variante, dass du dir vorstellst, wenn ich nichts tue, was wird dann passieren? Und zwar Horrorszenarien, also möglichst dramatisch. Wenn du also zum Beispiel nicht auf Süßigkeiten verzichten kannst, aber eigentlich willst, dann stell dir vor, wenn du weiterhin Süßigkeiten in dich reinstopfst. Ja, ich liebe Schokolade, aber ich habe Gott sei Dank die ganz bittere Variante, die hat wenig Kalorien im Vergleich und wenig Fett. Wenn du da viel in dich reinsteckst, wie du dann aufgehst, wie, keine Ahnung, wie ein Nilpferd oder wie ein Elefant oder noch mehr. Oder wenn du keinen Sport machst, was dann passiert? Du musst mit dem Rollator durch die Gegend laufen und mit dem Stock. Oder wenn du dich nicht um einen besseren Job kümmerst und deine Finanzen in den Keller gehen, dann stell dir vor, du musst unter der Brücke schlafen. Jetzt bitte nicht zu extrem vielleicht, weil Andy Robbins macht es dann wirklich so, dass da Aufpasser im Saal sind, die aufpassen, dass die Leute nicht zu dramatisch sich zum Beispiel dann wirklich auch wehtun, weil das kommt vor. Ich habe es selbst erlebt, dass Leute so stark in diesem Prozess dieses Dramatische erleben, dass sie anfangen zu heulen, zu schreien, um sich zu schlagen oder sonst was. Und manche dabei eben sich auch selbst verletzen, weil sie zum Beispiel den Kopf gegen irgendwas stoßen, vor lauter Verzweiflung aus in diesem schlechten Bild. Also bitte nicht so stark, sondern dann so ein bisschen diese inneren Bilder herholen. Denn das baut für dich selbst so einen gewissen Druck auf und macht dieses, es ist zwar gerade so gemütlich, es nicht zu tun, aber es hat eben doch dramatische Folgen möglicherweise. Und dadurch visualisierst du dir diese Folgen stark und willst die nicht mehr haben und das motiviert dich dann etwas zu tun. Gleichzeitig und auf der anderen Seite würde ich auch unbedingt das Positive visualisieren, nämlich wenn du es tust, egal ob es jetzt abnehmen ist oder Sport treiben ist oder Wasser trinken ist oder sonst irgendwas, was das für dich für positive Auswirkungen hat. Und auch da gerne übertreiben. Auch wenn du es vielleicht hinterher nicht in dieser Perfektion erreichst, aber wirklich so tun, ah super, dann bin ich, habe ich die Topfigur und alle bewundern mich und was immer es halt ist, ja, oder dann habe ich einen aufgeräumten Schreibtisch oder wenn es darum geht, das Abspülen zu verschieben, dann habe ich eine saubere Küche und wenn ich morgen früh in die Küche komme, blitzt alles und ich muss mich nicht zwischen die dreckigen Teller durchwühlen, um mal ans Waschbecken zu kommen. Das ist zum Beispiel was, was ich immer schon sehr, sehr hasse, wenn irgendwas in der Spüle liegt. Es gibt ja so Leute, kennt man aus Büros ganz stark, die schmeißen ihren Putzlappen in die Spüle, die stellen ihre Kaffeetassen in die Spüle und ich weiß nicht was alles. In der Spüle hat bei mir darf nichts drin sein. Ich hasse das. Ja, wenn, dann steht es vielleicht noch daneben, wenn man es nicht gleich abspült, aber nicht in der Spüle, weil wenn ich dann irgendwas sauber machen will und sei es mir nur die Hände waschen will, dann steht da alles voll, finde ich eklig. Außerdem läuft da das Wasser drüber, es bleibt feucht und das bildet natürlich Bakterien. Also das zum Beispiel, was, da habe ich ganz starke negative Bilder, wenn irgendwas in der Spüle ist. Ja, Spüllappen ist sowieso das Dreckigste in der Wohnung überhaupt. Es gibt was, was noch mehr Bakterien hat, nämlich der Innenraum des Kühlschranks, aber diese Bakterien sind nicht so schädlich. An zweiter Stelle ist der Spüllappen in der Küche. Das ist das Widerlichste, was es im Haushalt gibt. Schlimmer als die Toilette. So, und wenn der jetzt die ganze Zeit im Waschbecken liegt, dann sammeln sich da noch mehr Bakterien an. Ja, bei mir ist das so ein Bild, das ich da habe. Dann sehe ich schon die kleinen Viecher drauf krabbeln und die grünen Haare rauswachsen und was weiß ich was. Und deswegen, wenn ich den Spüllappen verwende, dann wasche ich den sofort aus und lege ihn daneben in der Hoffnung, dass er möglichst schnell trocknet. Weil was trocken ist, kann nicht schimmeln und kann auch nicht diese Menge von Bakterien gedeihen lassen. Ja? Also von daher, das sind für mich so Muss. Und es funktioniert deswegen so gut, obwohl es mich übrigens sehr ekelt, das Ding überhaupt anzufassen.
Aber das funktioniert bei mir deswegen so gut, weil ich diese negativen Bilder habe über diesen widerlichen Schimmel, den man ja, oder sagen wir mal Bakterien, die Bakterien sieht man ja eigentlich nicht, aber ich habe da so vielleicht so wie in der Werbung, so kleine Horrormännchen, kennt ihr vielleicht das da, was ist das, Glohstein-Werbung oder sowas, ja? Diese gelben und grünen Horrormännchen da. Also mach dir entsprechend negative Bilder, was passiert, wenn du es nicht tust, und positive Bilder, was passiert, wenn du es tust. Das ist so das stärkste Motivationsmittel. Und wir alle können uns innere Bilder wunderbar erzeugen. Das tust du permanent, zum Beispiel, wenn du träumst, aber das tust du auch, wenn du dir was vorstellst, wenn du dich an was erinnerst, wenn du dir innere Bilder herholst, egal wie bewusst die sind und auch egal wie konkret diese Bilder sind. Die müssen jetzt nicht in HD 1920 mal 1080 Pixel sein, bestens ausgeleuchtet, ja, aber du hast diese innere Bilder, weil die haben wir alle. Übrigens auch aus der Arbeit mit Blinden weiß ich, auch Blinde haben diese innere Bilder, auch die, die noch nie gesehen haben. Die sehen zwar andere Dinge als wir, wenn sie noch keine Vergleichs-, also keine Referenzobjekte im Außen haben, aber die sehen durchaus auch was im Inneren. Sonst könnten sie zum Beispiel auch mit diesen Reliefdarstellungen, die es oft gibt, vielleicht hast du schon mal in Museen oder sowas gesehen, dass dann irgendwas in einer Reliefdarstellung zum Abtasten davor ist. Das könnte dann nicht, würde ja nicht funktionieren, wenn die nicht da Referenzen haben. Also wir haben die alle diese inneren Bilder und die kannst du ganz stark nutzen. Was da noch dahinter steckt, ist, was man auch ganz harmlos im NLP oder auch in anderen Techniken bezeichnet als hinzu und weg von. Und das ist so ein generelles Ding. Wenn du dir jetzt vorstellst, sagen wir mal, du denkst jetzt an den Weihnachtsurlaub, den du jetzt vielleicht hast. Ja? Wird ja nicht jeder haben, aber wer jetzt so über Weihnachten, Neujahr ein paar Tage frei hat, der denkt jetzt vielleicht schon an diesen Urlaub oder an diesen freien Tagen. Vielleicht fliegt jemand von euch sogar weg. So, was passiert jetzt da? Und da gibt es jetzt Leute, die denken in diesem Moment nur an weg von der Arbeit. Bloß nicht arbeiten, weg vom Job, weg von den Kollegen, weg von der Firma, weg vom Schreibtisch, weg vom Computer, weg vom Fließband, was immer du machst, weg vom Ladengeschäft. Dieses weg von, das ist die eine Motivation. Das war das, was ich gerade bei den Bildern gesagt habe. Stell dir das möglichst negative Bild vor. Das war letztendlich auch weg von. Und die anderen sagen hinzu, oh, schön zu Hause bei der Familie, vielleicht schöne Kerzen, Weihnachtsduft. Gemütlich auf dem Sofa liegen mit Kuscheldecke, mit Sofakissen und mit Glühwein womöglich oder hin nach Teneriffa, nach Thailand in Urlaub, was immer es ist. Also da geht es eher um das Hinzu. Und wir wissen aus dem NLP, dass es Menschen gibt, die sind viel stärker veranlagt mit diesem Weg von, bloß weg von allem, was negativ ist. Und andere, die sind viel stärker veranlagt in diesem Hinzu, also hin zu etwas Schönerem. Und vermutlich weißt du für dich, was für dich stärker ist. Das Beispiel, jetzt freie Weihnachtsfeiertage oder auch Arbeitstage zwischen den Feiertagen frei, das war jetzt schon so ein Beispiel. Also wenn es dir da eher darum geht, weg von der Firma, bist du vermutlich eher der Weg von Typ. Und wenn es dir mehr geht nach Hause oder in den Urlaub, was immer dann bei dir ansteht, hinzu, dann bist du vielleicht insgesamt eher der Hinzu-Typ. Es ist hilfreich, das zu wissen, weil wenn du weißt, dass du der Weg von Typ bist, dann sind diese Negativbilder, von denen ich vorher gesprochen habe, viel wichtiger für dich als die positiven Bilder, die dich anziehen und motivieren, etwas zu tun. Wenn du weißt, du bist der Hinzu-Typ, dann brauchst du mehr die positiven Bilder und diese negativen Bilder helfen dir vermutlich eben nicht so stark. Aber auch hier gilt, probier es aus, was für dich stärker hilft. Und du wirst auch sehen, wenn du jetzt, ich nehme jetzt mal so einen Klassiker, aufräumen. Ja? Ich meine, das ist jetzt nichts, was man täglich macht, im Kleinen vielleicht schon, aber gerade wenn man so, bei mir ist es auch immer so, ich räume dann auf, es hält ein paar Tage, dann kommt wieder so eine Stressphase, wo ich eh mehr Arbeit zu tun habe, als ich überhaupt bewältigen kann. Das heißt, wo ich eh jeden Tag mit meinen To-Dos hinterherhänge, da bleibt das Aufräumen natürlich auf der Strecke, weil es viel wichtiger ist, die Dinge online zu bringen oder die Kontakte oder was immer es halt sonst so alles ist, Rechnungen schreiben. Dann bin ich natürlich mit dem Aufräumen wieder hinterher und dann habe ich wieder diese Stapel da. Und dann geht es darum, wie kann ich mich jetzt motivieren, das möglichst schnell wieder wegzuräumen? Aber dann ist ja schon wieder eine Zeit vergangen.
Trotzdem, auch da gilt, möglichst sich dann diese Bilder eben zu machen, eben weg von oder hinzu Bilder. Und bei mir übrigens beides. Ich kombiniere beides. Ich mache beides sehr stark und beides hilft mir. Wobei bei den meisten Sachen dieses Hinzu bei mir ein Stück weit stärker ist. Ja. Vielleicht, weil ich auch immer, wenn ich träume, immer an etwas hinzu träume und nie etwas weg von. Also ich habe Gott sei Dank auch nie negative Träume im Sinne von, dass ich irgendwas grauenvoll finde, also was heißt nie, so gut wie nie. Also wenn jetzt mal was ganz Dramatisches ist, dann vielleicht schon, aber im Normalfall habe ich das nie. Gott sei Dank, ich träume immer positiv, aber ich kann mich erinnern, als Kind war das noch anders. Da hatte ich auch so Negativträume und da war es dann oft so ein, auch im Traum, ein Davonlaufen, ein Weglaufen, etwas bekämpfen, von etwas wegwollen, etc. Und das ist dann eine andere Motivation gewesen. Falls das jemand bei euch auch ist, das ist ein anderes Thema, aber falls das bei euch auch bei jemand im Traum ist, dass da sehr viel Negatives passiert im Traum, dann meine Empfehlung. Und so habe es ich nämlich auch geschafft und ich habe es mittlerweile mit etlichen Coaching-Klienten gemacht. Dann vor dem Einschlafen, bevor du also so richtig weg bist, wenn du dich also ins Bett legst, dann denke dir eine positive Hinzugeschichte aus. Ob das jetzt für dich eher ein Hobby ist, ob das ein Urlaub ist, ob das ein potenzieller Partner ist, ob das was auch immer. Ja, also das darf auch was Sexuelles sein, ist ja nur dein Traum. Denk irgendwas, träum quasi oder denk dich in eine Geschichte rein, während der du dann einschläfst. Du wirst dann irgendwann vermutlich während der Geschichte einschlafen. Wenn du dann aufwachst in der Früh und du hast jetzt trotzdem negative Träume, dann träume diese Geschichte, bleib noch ein bisschen liegen und träume diese Geschichte zu Ende mit einer positiven Wendung. Das heißt, mach aus diesem Negativen, du bist ja so der Regisseur, du kannst es ja bestimmen, du bist ein Drehbuchautor oder Regisseur. Und machst jetzt daraus eine positive Geschichte. Und erst wenn die Geschichte positiv ist, dann öffnest du die Augen und stehst auf. Und wenn du das eine Weile machst, ja, das gilt genauso jetzt bei diesem Hinzu- und Weg von Bildern, als jetzt auch bei den Träumen, es einfach eine längere Zeit so zu machen, dann wirst du sehen, verändert sich das extrem zum Positiven. Wenn du also zum Beispiel beim Aufräumen, weil du das nur alle paar Tage mal hast oder vielleicht alle paar Wochen mal hast, braucht es ja eine Zeit lang, bis diese Bilder positiv entstehen. Aber wenn du dir da immer wieder positive Bilder machst, dann wirst du merken, am Anfang ist es noch mühsam und es dauert noch ein bisschen. Aber irgendwann wird es so stark, auch hier oben in den Nervenbahnen verankert, in den Synapsen, dass du dann gar nicht mehr groß drüber nachdenken musst. Du hast diese positiven Bilder sofort da und hast sofort entsprechend die Motivation. Und das hat bei mir jetzt tatsächlich beim Aufräumen geklappt, weil ich bin jemand, ich habe immer Stapel überall. Und zwar nicht nur hier am Schreibtisch. Im Moment sind es nur noch eineinhalb, weil ich vor wenigen Tagen erst aufgeräumt habe. Vorgestern, glaube ich. Oder vorvorgestern. Aber ich habe die dann auch auf dem Couchtisch und auf dem Esstisch und was weiß ich, im Regal und überall liegen so Stapel rum. Und seit gut 2 Jahren, 2,5 Jahren schaffe ich das, die tatsächlich immer relativ bald wieder komplett wegzuräumen, sobald ich halt wieder ein bisschen Luft habe. Und es ist entstanden, da hat mir übrigens auch ein Coach dabei geholfen, Martin Weiß, falls ihn jemand kennt. Der hat ein Programm, das heißt Effectivity oder hatte, ich glaube, er bietet es gar nicht mehr an. Und in diesem Programm war eben auch so dieses Coaching dahin, sich das vorzustellen. Und nachdem ich ja selbst NLP-Coach bin, tat ich mir da auch sehr leicht, das sofort umzusetzen, habe es auch gemacht konsequent. Und hat mir unheimlich gut geholfen. Also da, und das gilt natürlich jetzt nicht nur fürs Aufräumen, sondern es gilt genauso für Ernährung oder all die anderen Schweinehund-Themen. Mach dir diese negativen oder positiven oder beide Bilder. Du wirst sehen, das hilft ganz, ganz stark. Anderer Punkt ist, der auch bei mir eine ganz, ganz große Rolle spielt, das ist dieses Sofortstarten. Ja, es gibt auch Leute, für die ist Planen wichtiger. Und ja, ich plane auch, wenn es größere Sachen sind, dann plane ich auch. Allerdings ist bei mir immer eine große Gefahr, und vielleicht kennt es die oder der eine von euch auch. Wenn ich plane, dann passiert bei mir Folgendes. Ich mache dann Listen oder baue es. Ich arbeite mit Trello. Das ist so ein Programm, mit dem man gut planen kann.
eigentlich für Teams gedacht. Ich verwende es alleine, aber das ist so, da hast du mehrere Listen und auf den Listen Karten und auf jeder Karte kannst du massenhaft Zeug draufschreiben, To-Do-Listen und was weiß ich was. Und gerade für die größeren Projekte, wie jetzt zum Beispiel den Blockadelöser oder ähnliches, das ist ja ein Projekt, wo ganz viele Sachen drin sind. Da gibt es dann eine Karte, die ist in einer Liste und auf dieser Karte sind dann zum Beispiel zwei, drei To-Do-Listen und Infos und Links und alles Mögliche drauf. Und dann plane ich das und dann stelle ich das alles da rein. Funktioniert besser als früher, wo ich mit Kalendern und sonst was gearbeitet habe, hat nie funktioniert. Aber bei mir ist dann die Gefahr, jetzt ist es da drauf und dann ist es für mich so erstmal so geistig abgehakt und dann tue ich es nicht mehr. Ja. Deswegen ist es bei mir wichtig, dass ich sofort starte. Und da gibt es auch eine Regel, die von Psychologen mal erforscht wurde. Das ist die 72-Stunden-Regel. Und nimm jetzt bitte die Zahl nicht wörtlich, weil da ist wieder jeder anders. Aber die haben das halt über die Masse, über die Vielzahl der Menschen im Durchschnitt ausgerechnet. Und zwar ist da Folgendes gemessen worden. Wenn wir uns eine Sache vornehmen oder eine Sache tun wollen und nicht innerhalb der ersten 72 Stunden zumindest den ersten Schritt machen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Sache überhaupt noch machen, auf unter 1%. Und bei mir wären 72 Stunden schon viel zu lange, weil bis dahin habe ich es längst vergessen. Ich muss es innerhalb der ersten 6 bis 12 Stunden machen. Wenn ich es dann nicht zumindest den ersten Schritt mache, ja, dann muss ich mich schon sehr in den Hintern treten, dass ich das dann überhaupt noch angehe. Ja. Also von daher, finde für dich raus, was die Zeitspanne ist, aber ich muss dann den ersten Schritt machen. Und wenn ich den aber gemacht habe, dann funktioniert es auch schon besser. Wobei auch dann noch die Gefahr ist, dass es sich manchmal im Sande verläuft. Das hat dann natürlich auch mit Dringlichkeit und Wichtigkeit und so weiter zu tun. Aber der erste Schritt ist wichtig. Und der erste Schritt heißt nicht, heute Nachmittag mache ich Sport, sondern jetzt mache ich Sport. Der heißt nicht, ab Montag nehme ich ab, sondern ab jetzt nehme ich ab. Nicht ab Montag höre ich das Rauchen ab, jetzt höre ich auf. Und das ist übrigens auch genau das, was mir die meisten bestätigen. Ich selber habe Gott sei Dank nie geraucht. Aber die meisten Nichtraucher haben es geschafft, weil sie in einem Moment eine Entscheidung getroffen haben und egal, ob noch Zigaretten im Regal waren oder nicht, ab dem Moment nicht mehr geraucht haben oder was immer es sonst das ist. Klar, wenn du eine starke Abhängigkeit schon hast, was jetzt bei Alkohol zum Beispiel schlimmer ist als bei Zigaretten, wenn du eine richtig starke Abhängigkeit hast, dann ist das schwierig genug, weil die kommt wieder. Ne? Da muss man dann schon noch andere Aspekte machen, aber trotzdem auch da, wenn du dir vornimmst, das mache ich nächste Woche, das mache ich übernächste Woche, wann auch immer, das wird nicht funktionieren. Auch da, erster Schritt unbedingt sofort. Ne? Du musst dann noch andere Maßnahmen ergreifen, aber erster Schritt sofort. Und ich kenne das gut von meiner Mutter, die nicht mehr lebt. Meine Mutter hatte, soweit ich denken kann, also schon als Kind, aber auch noch im Alter, hat immer gesagt, am Montag fängt sie an mit einer Diät. Sie hat nie erklärt, welchen Montag sie meint. Ja, also sie war jetzt nicht total dick, aber trotzdem, sie war immer unzufrieden mit ihrer Figur und hat immer gesagt, ab Montag gibt es nichts mehr zu essen, ab Montag fange ich mit meiner Diät an. Aber sie hat nie gesagt, ob sie denn wirklich den nächsten Montag meint, weil natürlich hat sie am Montag nicht angefangen. Sie hätte sofort anfangen müssen. Also dieses Sofortstarten ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du planen musst, dann starte trotzdem erstmal sofort und plane danach, weil sonst vielleicht dieser Effekt eintritt, den ich gerade beschrieben habe, nämlich vor lauter Planung denkt man, es ist eh schon das meiste gemacht, jetzt wird schon laufen. Und bei mir ist auch so eine Sache aus den Augen, aus den Sinn. Wenn ich, also ich mache mir dann manchmal so Zettel, habe ich hier gerade einen, ja, so, ja, da schreibe, das kann man eh nicht lesen, egal. Da mache ich dann so ein paar Stichworte drauf oder gerade beim Telefonat schreibe ich nebenbei was auf oder sonst was. Wenn ich das dann in meine To-Do-Liste übernehme, dann ist es nicht mehr hier am Tisch und dann vergesse ich es auch. Also muss ich aufpassen, dass ich mich dann auch diszipliniere, diese Listen abzuarbeiten. Das ist nämlich der nächste Schritt. Ja? Und das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Ich bin ja auch nicht immer perfekt. Im Gegenteil. So, dann bei bestimmten Sachen, vor allem bei regelmäßigen Sachen, ist es auch immens wichtig, dass du dir feste Zeiten einplanst und sie wirklich im Kalender blockierst. Gerade so Dinge wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn du dich monatlich einmal hinsetzen willst, um deine Ziele durchzugehen oder um die Gesamtplanung zu machen, weil, weißt du, Tagesplanung ist ja jetzt das eine. Ja, aber was ist schon ein Tag? Da machst du das Dringendste und vielleicht noch das, was, aber so diese größeren Sachen, wo es um Monate, um Jahre geht,
die muss man sich immer mal wieder vor Augen führen und auch in der Planung im Blick haben, weil wenn ich immer nur sage, mache ich heute nicht, habe ich heute nicht geschafft, mache ich morgen, das schiebe ich 10 Mal und dann sind schon wieder 10 Tage vergangen und ich merke gar nicht, wie viel ich insgesamt dadurch nachhänge, weil ich es ja immer nur im Tagerhythmus sehe. Deswegen ist es oft sinnvoll, sich auch mal monatlich oder vierteljährlich hinzusetzen. Aber das funktioniert halt auch nur dann, wenn du dir das zum Beispiel in deinem Kalender blockierst. Also wirklich in deinen Kalender einen Termin einschreibst. Und ich habe eine ganze Menge solcher Termine drin, wo ich bestimmte Sachen einfach fix drin habe, manche wöchentlich, manche vierteljährlich, manche monatlich natürlich auch, die bestimmte Dinge, die dann einfach gemacht werden müssen. Und die stehen drin und die verschiebe ich nicht, es sei denn, ich kriege ein Seminar gebucht, dann klar, weil Geld verdienen geht immer vor, aber dann verschiebe ich sie nur und lösche sie nicht raus, dann verschiebe ich sie halt um diese 2 Tage nach dem Seminar oder sowas, aber nicht woanders hin. Und das ist ganz wichtig, dass man sich auch die Zeiten blockiert. Und wenn es was Tägliches ist, auch die täglichen Zeiten. Also täglich Sport, täglich meditieren, täglich was auch immer es ist, auch dann unbedingt reinmachen. Schau ich noch gerade, da gerade jemand geschrieben, aber. Nee, okay. Puh, nee, war Gott sei Dank nicht. Ich habe jetzt gemeint, es kommt jemand nicht rein, oder kommt jemand, weil es hat gerade jemand auf Facebook geschrieben, war aber was anderes. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Der nächste Punkt war, ah ja, genau. Was auch bei, zumindest bei größeren Sachen, ganz, ganz wichtig ist, finde ich, ist, dass man sich eine Belohnung und vielleicht sogar auch eine Bestrafung festmacht. Dass ich also sage, wenn ich Meilenstein XY erreiche, beim Gewicht ist das noch relativ einfach, da kann man auch sagen, wenn ich ein gewisses Gewicht erreicht habe, bei Sport, wenn ich so und so viele Kilometer oder Stunden oder was immer es ist gemacht habe, oder bei Meditation gibt es auch sowas, wenn es da überhaupt um eine Leistung geht, was immer es ist, also wo du es festmachen kannst, mach dir so Dinge fest, wo es ein bisschen schwieriger ist, es an Zahlen festzumachen, überleg dir irgendwelche Ereignisse oder sonst was oder eine gewisse Regelmäßigkeit und dann belohn dich. Leg dir vorher fest, womit du dich belohnst und nimm irgendwas, worauf du dich auch wirklich freust, denn das wirkt tatsächlich. Und vielleicht auch eine kleine Strafe. Ja, das musst du für dich selber wissen, ob du das willst. Und die Strafe muss jetzt nicht sein, dass du, keine Ahnung, dich mit der Geißel selbst schlägst oder sonst irgendwas. Das kann auch sein, dass du sagst, okay, dann gibt es einen Tag lang XY nicht oder eine Woche XY nicht oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was für dich eine angemessene Strafe ist. Das kann sehr, sehr helfen. Und nochmal, es geht hier ja nicht darum, dass du jetzt hier was Extremes machst, sondern es geht darum, dass du dir so ein Stück weit diesen Push gibst, der dir hilft, mit deinem inneren Schweinehund ins Reine zu kommen. Ich sage auch bewusst nicht überwinden, weil der wird nie ganz weggehen und der ist auch ein Teil von dir und das ist auch okay. Ja, weil manchmal ist ja auch schön. Ich meine, kennst du Leute, die so komplett diszipliniert sind? Also mag ja sein, dass die glücklich sind, aber die meisten machen eher einen sehr unentspannten Eindruck. Also ein bisschen Schweinehund darf ja immer okay sein. Ja? Frage ist halt, wie viel? Und das entscheidest du selbst und zwar nur du selbst und niemand anderer. Aber es ist halt immer sinnvoll, sowas bewusst zu entscheiden, als es nur entscheiden zu lassen. Und du kennst ja aus anderen Videos schon, wenn du gegen deinen inneren Schweinehund ankämpfst, dann erzeugst du Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Es geht also nicht darum, gegen ihn anzukämpfen, sondern es geht darum, wie du eine Lösung findest, die für dich angenehm ist und mit der auch der Schweinehund klarkommen kann. Eine Kleinigkeit vielleicht noch hinterher, das ist auch so ein bisschen, wie du deine Sprache verwendest. Und zwar nicht nur nach außen, sondern auch zu dir selbst. Denn wenn du schon davon redest, oh Gott, da muss ich auch das noch machen oder ich sollte wieder Sport machen oder ich muss endlich abnehmen, dann hör einfach mal schon auf diesen Klang der Worte. Das ist schon sowas von unangenehm. Das wird dir allein deswegen schon keinen Spaß machen. Deswegen gehe eher her und sag, ich mache am so und so vielsten Sport oder ich nehme so und so viel Kilo ab ohne eine Wertung. Oder ich freue mich, dass ich 10 Kilo abnehmen darf. Hat sofort eine ganz andere Gewichtung. Allerdings musst du das dann natürlich auch wirklich empfinden, diese Freude. Sonst lass es lieber neutral und sag einfach nur, ich nehme 10 Kilo ab. Aber sag nicht, ich muss 10 Kilo abnehmen oder ähnliches. Ich kenne es gut von meinen Präsentationsseminaren, wo die meisten Teilnehmer, wenn sie so erzählen, was sie für Präsentationen machen, dann höre ich
zu 99% kann ich da, glaube ich, guten Gewissens sagen, am Anfang des Seminars, die sagen, da musste ich das und das präsentieren, da musste ich eine Präsentation halten. Dann sage ich, änder doch mal deine Formulierung auf, da durfte ich eine Präsentation geben. Ja, du merkst, da sind sogar zwei Wörter ausgetauscht, von muss hin zu dürfen. Das ist ein Riesenunterschied. Und ja, eine Präsentation kann auch Spaß machen. Das gilt jetzt natürlich nicht nur für Präsentation, sondern auch für Sport, für Abnehmen, für Aufräumen und all diese Dinge. Und bei einer Präsentation gibt es auch noch den Unterschied zwischen Präsentation oder Rede geben oder halten. Und beides ist übrigens sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Da gibt es auch to give a presentation oder to hold a presentation. Gibt es beides. Beides ist korrekt, sprachlich auch identisch, aber es hat eine andere Wirkung. Eine Präsentation zu geben hat immer etwas von ich gebe ein Geschenk, so wie ich hier euch ein Video gebe und nicht ich halte. Ich halte kein selbstsicher Live, ich gebe ein selbstsicher Live und es macht mir auch dann mehr Spaß dabei. Abgesehen davon, dass es mir sowieso Spaß macht, ja, und ich mich freue, dass ihr so fleißig zuhört. Es sind ja immer noch 12 Teilnehmer und das ist super, obwohl wir schon 40 Minuten haben. Also ganz, ganz klasse. Ja, und das war es auch schon von meiner Seite. Vielleicht noch eine kleine Geschichte, die es da auch gibt. Das ist das als Studentensyndrom. Jetzt brauchen wir uns wieder was trinken, sonst. Sonst hat irgendwann meine Zunge mal an. Ich glaube, die braucht mehr Sport. Nein, bestimmt nicht. Also, das Studentensyndrom. Was ist das Studentensyndrom? Das Studentensyndrom ist, wenn Studenten eine Abgabe haben, und das gilt natürlich nicht nur für Studenten, wenn die irgendwas fertig machen müssen bis zum Termin XY, sagen wir bis zum 31. des Monats, jetzt kriegen sie die Aufgabe, dann ist im Durchschnitt es so, dass die meisten gleich mal relativ schnell anfangen, so in den ersten Tagen, weil sie wissen, es ist ein größeres Projekt, das muss man gut angehen, sonst wird es danach stressig. Und dann geht so erstmal die Kurve rauf, das heißt, sie machen das erstmal, aber sie sinkt dann ganz schnell ab und dann kommt so eine Phase, wo sie so gut wie gar nichts tun. Wo sie vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Und wenn dann zwei Drittel, gut zwei Drittel der Zeit, manchmal länger vorbei ist und noch nicht mal ein Drittel der Arbeit geschafft ist, dann kommt der Termin langsam nahe und dann geht es so nach oben. Und dann schaffen sie es aber nicht zum Abgabetermin und dann überziehen sie, dann lassen sie nochmal verlängern. Und ich kann mich gut erinnern, dass mich das als Student schon genervt hat. Ich habe das nämlich ganz am Anfang auch so gemacht. Dann immer da um diesen verspäteten Abgabetermin betteln oder sonst irgendwas. Und habe mich dann auch damals schon diszipliniert und habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich arbeite lieber vorher ein paar Nächte durch, als dann, wenn es nicht mehr anders geht, weil ich möchte diesen Druck nicht, weil ich ja nie weiß, wie viel Zeit brauche ich noch. Muss dazu sagen, ich habe Design studiert, das ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, wie textlich irgendwas zu machen. Ja, und ich habe dann, ich kann mich erinnern, ich habe dann mal ein Messebaumodell machen müssen. So, Messebaumodell war auch eine einmalige Geschichte. Ich habe sonst nicht viel mit Messebau zu tun gehabt, aber da war das eben Bestandteil auch der Ausbildung. Und ich habe dieses Modell wirklich dann in einer Aktion, ich glaube schon eine Woche vorher, vor Abgabetermin, habe ich das komplett wirklich mich mal hingesetzt und dann auch bis tief in die Nacht und habe das Ding gebaut in 2 Tagen oder sowas. War auch super zufrieden damit. Und an dem Tag, wo Abgabe war, da bin ich die 2 Tage vorher, ich weiß, der Abgabetermin war am Montag, ich bin Samstag, Sonntag noch zum Skifahren ins Ötztal gefahren, damals bin ich noch Ski gefahren, bin ins Ötztal gefahren, bin abends nach Hause gefahren, am Sonntag hatte noch mit meinem Käfer, den ich für 300 Mark gekauft hatte, der nur noch einen Monat TÜV hatte, bin ich dann irgendwo liegen geblieben, musste dann per Anhalter zurück, bin dann nachts um 3 oder 4 irgendwann zu Hause gewesen. Bin dann in der Früh mit meinem fertigen Modell ins Studium gekommen. Als einziger hatte ich das Modell fertig und die anderen haben diese 4, 5 Stunden, wo wir diese Professorin noch hatten, bis zum Abgabetermin, die haben dann in den 4, 5 Stunden versucht, noch alles schnell fertig zu machen, weil diese Professorin war auch hart mit nachträglich abgeben. Und ich war mit meinem Modell fertig, bin mit einer Brotzeit in die Ding gegangen und habe, während die anderen noch geackert haben, in Ruhe meine Brotzeit gegessen. Und zugeschaut, wie die anderen sich abmühen und ich war fertig und habe meine gute Note bekommen und die anderen haben ja es nicht mal alle ganz geschafft und dann entsprechend auch schlechtere Noten bekommen. Und daraus habe ich sehr viel gelernt, aus diesem einen Erlebnis. Ja, also kann ich auch jedem empfehlen, lernt auch aus irgendwelchen Erlebnissen, was es mit euch auch emotional gemacht hat. Denn ich wollte mich einfach da nie blamieren und ich wollte auch keine schlechte Note.
Ich war im Design auch einer der zwei Besten in der Klasse und das wollte ich auch nicht verlieren. Da war ich stolz drauf und es wäre mir auch peinlich gewesen, wenn ich dann eben mal so richtig abgerutscht wäre. Also hat mich da mein innerer Kritiker noch etwas unterstützt, gegen den inneren Schweinehund anzukämpfen, um damit nochmal den Bogen zu schließen zum Anfang hin, wo ich ja den inneren Kritiker und den inneren Schweinehund den Unterschied mal so ein bisschen erklärt habe. Das war es jetzt erstmal soweit von meiner Seite. Wenn ihr da noch Fragen habt, dazu gerne. Ich spreche so lange nochmal ganz kurz über den Blockadelöser, den ihr euch ja noch kostenlos runterladen könnt. Ich hatte euch ja ganz am Anfang den Link schon mal reingepostet. Das mache ich hier gleich nochmal. Der Blockadelöser hat ja auch was mit diesem Thema zu tun. Denn da geht es wirklich darum, wenn du so eine Blockade hast, du weißt, was du tun willst, du weißt, was du tun sollst. Wie kannst du diese Blockade loskriegen? Wie kannst du diese Blockade überwinden? Weil, egal ob es übrigens jetzt eine Kleinigkeit ist, wie eben zum Beispiel innerer Schweinehund, Blockadelöser ist aber durchaus auch gemacht für so richtig große Probleme, bei denen du die Lösung weißt oder zumindest in etwa weißt. Vielleicht musst du auch noch das eine oder andere rausfinden. Also ist jetzt nicht, der Blockadelöser ist nicht dafür geeignet, dir zu sagen, wie du dein Problem löst, sondern wie du es schaffst, wie du in die Pötte kommst. Weil du kennst es vielleicht, dass du eigentlich genau weißt oder wüsstest, wie man es lösen könnte oder wie man es lösen sollte. Und trotzdem blockiert dich da irgendwas innerlich. Das kann eben der Schweinehund sein, das kann der innere Kritiker sein, beides ist möglich. Also entweder so dieses, oh, ich bin da zu faul dazu, oder ich habe was Angenehmeres zu tun. Oder eben dieser innere Kritiker, das könnte peinlich werden, das könnte schief gehen, das könnte ein Nein geben, das könnte eine Blamage geben, was immer es ist. Und für beides ist dieses Blockadelöser gemacht. Wie gesagt, es ist kostenlos. Link habe ich gerade reingestellt in die Kommentare. Kannst du dir mal anschauen. Da gibt es ein Video, wo ich das noch ein bisschen erzähle. Und dann kannst du dir den runterladen bzw. dich anmelden. Das Ganze ist, wer das schon kennt, wer zum Beispiel schon beim Selbstsicher-Kongress oder bei einem meiner Challenges oder so dabei war, ist wieder auf dieser Plattform Elo-Page. Übrigens, wenn du schon mal dabei bist, es gilt das gleiche Passwort. Ja? Weil ich heute ein paar Mails schon bekommen habe, was denn für Passwort? Das ist das gleiche wie damals. Und wer noch nicht drin war, einfach ein Passwort dann vergeben. Du kriegst da eine E-Mail und kannst eins vergeben. Und dann kommst du in diesen Bereich rein. Wie gesagt, absolut kostenlos. Gibt es dann die Videos von mir und dieses PDF zum Downloaden. Und die Videos sind eben als Anleitung, wie du das genau ausführst und wo ich das alles erkläre und die Hintergründe erkläre und dich Schritt für Schritt durchleite. In der Mitte, es gibt vorher so ein bisschen Ziele und am Schluss so ein bisschen Learnings daraus und in der Mitte gibt es diesen großen Coaching-Prozess, durch den ich dich dann im Video führe. Also, wenn es interessiert, schaut euch den Blockadelöser an und nachdem jetzt keine Fragen gekommen sind, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Ich glaube, ich habe noch kein Thema für nächsten Sonntag festgelegt, aber ich werde sicher mir wieder ein spannendes Thema einfallen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Ich werde jetzt vielleicht Tatortschauen, vielleicht noch ausgehen. Ich habe ja heute Geburtstag und deswegen werde ich vielleicht noch ein bisschen feiern. Ich weiß es noch nicht. Bin ziemlich K.O. eigentlich. Von daher kann es auch sein, dass es nur ein Tatortabend wird. Aber mal schauen. Ich stelle auf jeden Fall die Aufzeichnung wieder auf YouTube. Die dürfte bis morgen früh sowas auf YouTube wieder zu finden sein. Und natürlich bleibt es hier auch auf Facebook stehen. Da rutscht es halt nur immer so schnell nach unten. Deswegen stelle ich auch alles immer nochmal auf YouTube. Danke, Gabi und alle anderen, die dabei waren. Lasst es euch gut gehen. Macht es gut und ciao. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.